Yay! Tja, Sovereign hat den guten Zaren einfach mal wiederbelebt. Das kann lustig werden. Ich meine, die Upgrades haben ihre Wirkungen getan. Ich bin Sovereign und diese Station gehört mir. No. Die gehört mir, zufälligerweise. Hab sie gekauft, letztens auf dem Markt. Ja. So, was haben wir denn Schönes? Den Overkill setzen wir eine Runde ein und los geht's. Jo. Nicht wundern, wenn ich hier wenig spreche, aber es geht ein wenig die Action ab und jo. Ihr seht's ja selbst. Man wird mich wohl hier kaum großartig verstehen. Brax Schild aufladen. Ich stoppe hier einfach ab und zu mal zum Schauen, wo der hingeht, weil er ist so übel schnell. Checken, ob die Leute hier die Fähigkeiten wieder aufgeladen bekommen. Die Sovereign ist zu stark. Wir müssen uns zurückziehen. Negativ. Das ist unsere einzige Chance. Macht das Monster um jeden Preis fertig. Jo. Wir helfen hier auch soweit es geht. Warum nicht verfügbar? Okay, jetzt. Garrus ist nicht verfügbar. Was ist mit dem los? Zu faul und so? Scheiße, ist der schnell. Wird eingeschaltet. So, gib ihm mal Garrus. Sonst noch was sie tun können, glaube ich nicht. Rex könnte die Barriere noch einsetzen. Halt doch mal still, Junge. Was ist denn falsch mit dir? Alter Vater. Boah, sorry für das viele Rumgewackel, Leute, aber geht bei dem Vieh nicht anders, leider. Oh, 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 oh. Das ist nicht gut. Schicken Sie mich wieder rein. Komm schon. Boah. Okay, aber das kriegen wir hin. Hallo, Zaren, was geht denn so? Ich muss hier unbedingt weg. So, den kriegen wir down. Flanke! Wir fliegen rein!
Los! Captain Anderson, wir haben Sie gefunden. Sie sind hier drinnen. Ganz ruhig. Sie sind jetzt in Sicherheit. Wo ist der Commander? Wo ist Shepard? Joa. Pure Gänsehaut, kann ich nur sagen. Pure Gänsehaut. Ein episches Finale. Und danach natürlich ein richtig toller Ladescreen. Die Spieldaten werden gespeichert. Wir haben Ihre Nachricht erhalten, Botschafter. Was ist los? Kein Grund, sich aufzuregen, Captain. Ich würde dieses Treffen gern mit allen Zähnen im Mund beenden. Sie sollten mir für das, was ich getan habe, danken. Wäre die Normandy noch immer am Boden, dann wären wir jetzt alle tot. Ich verstehe, Captain. Sie haben nur getan, was Sie tun mussten. Es gibt einen anderen Grund, warum Sie hier sind. Wir müssen dem Rat berichten, was geschehen ist. Commander Shepard hat das Richtige getan. Wir mussten unsere Flotte zurückhalten, um der Sovereign folgen zu können. Es war der einzige Weg. Das stimmt. Aber dies eröffnet uns außerdem eine Möglichkeit. Die Flotte der Zitadelle wurde bei dem Angriff dezimiert. Dieser Verlust hat die Allianz stärker gemacht. Sie können den Wiederaufbau nicht ohne uns schaffen. Wir müssen bei der Bildung eines neuen Rats die Führung übernehmen. Und er sollte einen menschlichen Vorsitzenden haben. Nein. Dies war kein Plan, damit die Allianz die Macht an sich reißen kann. Wenn wir die anderen Rassen zwingen, uns als Anführer anzusehen, wird das zu Problemen führen. Die anderen Spezies haben Angst. Sie haben so etwas noch nie zuvor erlebt. Sie wissen nicht, was sie tun sollen. Sie wollen, dass wir vortreten. Sie glauben an uns. Und das verdanken wir Ihnen, Shepard. Sie haben die Galaxis vor der Sovereign gerettet. Sie sind ein Symbol für alles, was an der Menschheit gut ist. Für unseren Mut, unsere Stärke. Der Botschafter hat recht. Die anderen Rassen sehen jetzt zu uns auf. Sie werden uns nicht nur als Anführer akzeptieren, sie werden es sogar begrüßen. Angesichts all der Dinge, die Sie getan haben, wird die Allianz wissen wollen, wer Ihrer Ansicht nach Ratsvorsitzender werden soll, Commander. Wer wohl? Wir sind dabei, in den Krieg zu ziehen. Wir brauchen jemanden mit militärischer Erfahrung. Jemanden wie Captain Anderson. Sie haben überzeugende Argumente. Sind Sie bereit dafür, Captain? Ich weiß nicht, ob überhaupt einer von uns bereit dafür ist. Aber ich werde mein Möglichstes tun. Und wie geht es jetzt weiter? Die Reaper sind immer noch da draußen. Sie kommen. Und ich werde einen Weg finden, sie aufzuhalten.
Shepard hat recht. Uns steht ein Krieg gegen die Reaper bevor. Wenn wir verlieren, ist das das Ende allen Lebens, wie wir es kennen. Wir müssen dem Rest der Galaxis zeigen, wie man überleben kann. Mit der Unterstützung der anderen Rassen können wir diesen Kampf gewinnen. Mit ihnen im Rücken können wir die Rückkehr der Reaper aufhalten und sie zurück in den Orkusnebel treiben. Leute, wir haben's durch. Wir haben Mass Effect durchgezockt. Mass Effect 1, um genau zu sein. Wahnsinn. Also das Finale, das hat mich echt nochmals gekriegt. Das ist einfach so, so gut. Einfach nur Hammer. Bin zwar einerseits froh, dass wir durch sind und bald mit Mass Effect 2 starten können, aber irgendwie ist es auch schade, wenn man so will, weil Mass Effect ist einfach etwas vom Besten, was die Spieleindustrie gebracht hat an Rollenspielen. Einfach wahnsinnige Arbeit, BioWare. Props to you. Einfach nur krass. Von dem her richtig gut. Und ich denke, ich lasse euch jetzt noch ein wenig den Abspann genießen. Sage nichts mehr dazu, weil mein Kommentar müsst ihr hier nicht unbedingt noch rein hören. Ihr wisst ja, was ich von Mass Effect halte. Von dem her, dann sehen wir uns bald in Mass Effect 2 wieder. Eine Ankündigung wird es dazu mindestens auf Twitter geben, vielleicht noch ein kurzes Infovideo auf YouTube, mal schauen. Und sonst geht es bald damit weiter. Vielen Dank fürs Zuschauen, das war Let's Play Mass Effect. Kommentiert von eurem Count Mooku, man sieht sich beim nächsten Mal. Ciao!